Man muss vielleicht die Gesamtlage einmal sachlich versuchen nachzuvollziehen, und zwar unaufgeregt. Ein Beispiel. Man hatte von Seiten der sogenannten Regierenden erklärt, dass es absolut kein Problem sei, den Strombedarf nach dem Atomausstieg und dem Kohleausstieg alleine aus erneuerbaren Energien kostengünstig bewerkstelligen zu können. Und jeder Depp konnte erkennen, dass das völliger Unsinn ist, allein wenn man sieht, wie die gesamte Welt weiterhin voll auf die bewährten Energieproduktionen wie Kohle, Gas und Atom eben halt setzt. Volkswagen stimmte aber völlig unfähig oder bewusst eigenzerstörerisch, das ist die Frage, dem Ausstieg aus der Verbrennertechnologie zu und wollte auf die Produktion von E-Mobilen umsteigen. Und dies mündete erwartungsgemäß natürlich in einem Fiasko. Also Kreuzer zitiert hier in seinem Dossier den VW-Markenchef Thomas Schäfer, der 2023 schon vor den Führungskräften gesagt hat, der Dachstuhl bei Volkswagen brennt. Naja, das ist immer nur eine bestimmte Zeit, die man das durchhalten kann, wo Deutschland die EU finanziert hatte. Und das war bisher so. Aber das neue Paradigma sagt jetzt deutlich, dass die Kuh Deutschland nun erbarmungslos bis zum letzten Tropfen abgemolken werden muss. Und das sehen wir doch auch ganz deutlich. Und dazu benötigt man natürlich auch entsprechende Regierungsmitglieder, die quasi aus meiner Sicht wie gekaufte Söldner den Zerstörungsprozess der deutschen Wirtschaft auch von innen heraus mit unterstützen. Wie kann es sein, dass bei solchen dramatischen Geschichten wie dieser völlig inszenierten Dieselaffäre sich die deutschen Politiker nicht vor ihren Konzern stellen, sondern ihn quasi von hinten noch auf die Knie. Ja, und hinter diesen hybriden Anschlägen gegen den Volkswagen-Konzern, also als größte Säule der deutschen Wirtschaft, wer steckt da wieder hinter? Kreuzer analysiert das ganz wunderbar an einem einfachen Zusammenhang. Bitte genau zuhören, was ich jetzt versuche rüberzubringen, bitte. Nimmt man die Summe der CO2-Emissionswerte aller verkaufter Neuwagen der Flotte von VW, also Verbrenner, Hybride und auch die reinen Stromer miteinander, also die gesamten Fahrzeuge, und teilt diese Summe durch die Anzahl der Einheiten, dann ergibt sich ein Durchschnitt, der bei VW nach den Erkenntnissen der Zeitschrift übrigens Auto, Motor und Sport 123 Gramm CO2 pro Kilometer liegt, aufgrund der Flotte. Ab 2025 fordert die EU jedoch einen Durchschnittswert von 93,6 Gramm pro Kilometer. Und wer das nicht schafft, der zahlt, genau zuhören, pro Gramm und innerhalb der EU verkauften Autos 95 Euro Strafe in die EU-Kasse pro Gramm. Für VW bedeutet das Folgendes: 30 Gramm zu viel an CO2-Ausstoß, den wir hier ermitteln können, mal 95 Euro Strafe bedeutet 2.850 Euro pro verkauftem BMW, sowohl Verbrenner als auch PKW, sowohl Verbrenner als auch der E-Mobile. Wenn man nun bedenkt, dass VW innerhalb der EU pro Jahr etwa 1,4 Millionen Neuwagen absetzt, dann ergibt sich daraus, dass die EU dem Volkswagen-Konzern ab 2025 eine jährliche Strafrechnung über etwa 4 Milliarden Euro schicken dürfte. Das ist quasi ein Blattschuss gegen Volkswagen. Deshalb hat man ja auch die Unternehmen groß zusammenkonzentriert. Denken wir darüber, dass Schaeffler zum Beispiel einer der großen Maschinenbauer war, der sich wirklich in der Thematik hervorragend spezialisiert hatte. Continentale eben halt auch ein Spezialist war, vor allem eben halt auch in der Reifenproduktion. Und dann hat man irgendwann versucht, dass die Continentale so plattgefahren wurden. Auch da spielen wieder ausländische Einflüsse eine Rolle, damit es ein Übernahmekandidat wurde. Und die Schaeffler-Gruppe hatte dann ja Continentale aufgekauft. Jetzt wird das Ganze groß, es wird zu einem Wasserkopf, das Ganze. Und von dort aus sind die Effizienzen nicht mehr so groß. Wenn ich eins gelernt habe:
Größe ist kein Qualitätsmerkmal. Das hat Abraham a Sancta Clara, der alte Augustinermönch, auch mal gesagt im Mittelalter. Sonst würde eine dicke Heustange mehr gelten als ein Zepter. Ein kleines, feines Unternehmen als Zepter ist wesentlich besser, effizienter als ein großer Konzern in Form einer Heustange, weil die Großen eigentlich nicht die Kleinen schlagen, sondern die Schnellen, die Langsamen. Das ist die Qualitätsmerkmal-Theorie, die wir in der Vergangenheit hatten. Aber heute ist es eben halt nicht mehr der unternehmerische Geist und die Fähigkeit des Unternehmens, sondern rein die großen Kapitalsammelbecken, die die Unternehmen einfach irgendwie zusammenpanschen in irgendeinem großen Fonds. Und dort werden die dann eben halt mit allen verschiedenen möglichen Philosophien zusammengebracht und verlieren dann ihre eigentlichen Kernkompetenzen, die sie im Mittelstand vorher hatten. Das ist das Typische, was hier hintersteht. Auf jeden Fall hat die BMW-Aktie nach der Gewinnwarnung nachgegeben und um fast 8%. Die Aktie des Zulieferers Continental ist gefallen um 7%. Auch andere Automobilwerte, wie es hier heißt, bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten, rauschten nach unten, obwohl BMW den Namen dieses Bremsenzulieferers gar nicht genannt hatte, aber angekündigt hatte, Regress zu fordern. Also da ist auch wieder eine Dominostein-Reaktion sichtbar, die auch weitere Auswirkungen haben wird. Naja, die gesamte Automobilbranche samt Zulieferern wackelt. Also für mich ist das ja auch ein emotionales Thema. Mein erster Wagen war natürlich auch ein VW Käfer und ein Passat hatte ich auch. Also ich muss ehrlich sagen, es sind schon viele Emotionen dabei, auch hier gerade in unserer Altersklasse vielleicht. Kreuzer, der stimmt hier dieser ökonomischen Kriegsführung, die du gerade genannt hast, eindeutig zu. Lange konnte sich ja der VW-Konzern noch über Wasser halten. Nachdem die US-Umweltschutzbehörde ja am 18. September 2015, das soll nochmal genannt sein, zeitgleich übrigens mit Merkels Grenzöffnung, auch interessant, den Krieg gegen Volkswagen eröffnet hatte, indem Geldstrafen in der Größenordnung von 18 Milliarden Dollar in den Raum gestellt wurden. Von Schadensersatzforderungen wollen wir noch gar nicht reden dabei. Ich möchte hier noch einmal ganz deutlich diese hybride Auffälligkeit deutlich machen, dass dieser Krieg gegen Deutschlands Ökonomie und dem Vorzeigekonzern Volkswagen und der Abriss der deutschen Grenzen durch Frau Merkel zufälligerweise ganz parallel liefen. Lass uns mal jetzt zu VW, zum Konzern, von auch dir interpretierten Vorsätzen der Konzernstörung kommen. Frage ist, was könnte denn dahinter stecken? Wir wissen ja heute, dass der erste Schuss im Rahmen des inszenierten Dieselskandals ein Volltreffer war gegen das Unternehmen. Die VW-Aktie stürzte damals um fast 35% in den Keller. 27 Milliarden Euro Börsenkapitalisierung wurden mal einfach kurzfristig vernichtet. Ja, das sind dramatische Daten. Und wenn wir wissen, dass zum Beispiel allein das Land Niedersachsen mit 20% am VW-Konzern beteiligt ist, das heißt also hier staatliche Strukturen auch eine Rolle spielen, ist es umso wichtiger hier auch zu erkennen, dass die Bundesregierung zum Beispiel sich damals keineswegs veranlasst gesehen hatte, sich schützend vor den wohl wichtigsten deutschen Konzern zu stellen. Das wäre doch deren Aufgabe. Ja, heute machen sie das natürlich, kann ihnen keiner wirklich mehr abnehmen. Im Gegenteil, man hatte sich an die Seite der transatlantischen Freunde gestellt und mit dem Gebrüll nach lückenloser Aufklärung da quasi eingereiht gegen Volkswagen. Das ist schon sehr bezeichnend. Man unterstützte von Seiten der CDU-Koalition damals und der anderen Mainstream-Parteien sogar die juristische Verfolgung der Vorstände und Konstrukteure von VW. Möglich war dieser skandalöse Vorgang erst, indem man völlig unsinnige und nicht machbare Grenzwerte der Schadstoffemissionen von Fahrzeugen überhaupt festgelegt hatte, nämlich durch die EU. Lass uns noch mal VW genauer anschauen, Andreas. Das tut mir immer im Herzen weh,
weil ich mein erstes Auto war ein VW 1600 Stufenheck, orangefarben. Mein zweites Auto war ein Metallic blauer VW 1600 Stufenheck, das beste Auto im Winter. Mein großes Glück des Lebens, als ich in diese Autos steigen durfte. Und nun geht dieses Unternehmen den Bach runter. Nicht alleine meines Schicksals wegen ist das traurig, sondern es ist eine absolute Katastrophe.